Es ist jetzt der 31. August. Ich stehe in einem leeren Zimmer, denn ich ziehe heute aus dem Wohnheim aus. Ich werde jetzt nochmal 3 Tage hier in Kofu bei einer Freundin übernachten und dann geht es nochmal 4 Tage nach Tokio, bevor es dann zurückgeht nach Deutschland. Da ihr mich sehr viel gefragt habt, wie ich denn der ganzen Sache gegenüberstehe und ja, wie ich mich dabei fühle, jetzt nach Deutschland zurückzugehen und ich das nicht so im Q&A eben mal so mit abtun und einbauen wollte, habe ich gedacht, drehe ich nochmal eine Art kleines Abschiedsvideo hier aus Kofu. Kommen wir direkt zur ersten großen Frage. Freue ich mich darauf, nach Deutschland zurückzukommen? Und ja, das ist ein klares, definitives Ja. Ich freue mich darauf, Familie und Freunde wiederzusehen. Ich freue mich auf bestimmtes Essen, einfach auf bestimmte kulturelle Dinge. Ich freue mich einfach darauf, wieder eine 100% bekannte und komplett normale Umgebung zu haben, in der ich Deutsch reden kann die ganze Zeit und nicht darüber nachdenken muss, rede ich jetzt Englisch oder Japanisch oder lasse ich es lieber direkt sein. Und deswegen ja, definitiv, ich freue mich darauf, nach Deutschland zurückzukommen. Aber natürlich ist damit auch die Tatsache verbunden, dass ich aus Japan weggehe, dass ich Japan mehr oder weniger zurücklasse. Und das ist ehrlich gesagt eine ziemlich schwierige Sache. Es ist definitiv schwerer, als aus Deutschland wegzugehen. Ich glaube, da würde mir jeder zustimmen, der länger im Ausland gelebt hat. Und zwar ist es so, als ich aus Deutschland weggegangen bin, wusste ich, okay, das sehe ich alles in bestimmter Zeit wieder. Die Freunde treffe ich wieder, meine Familie sehe ich wieder, die Orte kann ich wieder besuchen, das Essen kann ich irgendwann wieder essen. Das ist alles okay, das jetzt mal für ein Jahr zurückzulassen. Aber hier aus Japan wegzugehen bedeutet, all die Erfahrungen, all die Erinnerungen, all die Freunde, all die Orte zurückzulassen. Und das alles für ungewisse Zeit nicht wiedersehen zu können und bei manchen Orten und Personen vielleicht auch zu wissen, dass man die eigentlich nicht nochmal wiedersehen wird. Das ist irgendwie hart. Das ist für mich sehr, sehr schwer. Ich glaube, man hat es in den Videos gar nicht so extrem mitbekommen, dass ich hier eine Handvoll japanischer Freunde hatte, die mir wirklich sehr am Herzen liegen, die mir bei unglaublich vielen Sachen geholfen haben und immer für mich da waren. Und die zurückzulassen, ist echt unglaublich schwer. Denn ja, klar, es kann sein, dass sie mal nach Europa kommen und man sich trifft oder ich mal wieder in Japan bin oder was weiß ich, aber erstmal weiß man nicht, wann man sich wieder sieht. Erstmal heißt es Abschied auf ungewisse Zeit und das ist schwerer als zu wissen, so hey, die Leute siehst du wieder, das ist okay, logischerweise. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, das irgendwie zurückzulassen. Eine nächste Sache, die ich sehr schade finde, ist, dass man diesen Alltag, den man hier hatte, komplett zurücklässt und weiß, den wird man so in der Konstellation nie wieder bekommen. Ich werde nie wieder in diesem Zimmer hier wohnen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder an meiner Uni Seminare haben hier. Ich werde nie wieder in den gleichen Supermarkt gehen, was weiß ich. Es wird vielleicht noch mal eine Zeit kommen, wo ich wieder in Japan bin. Selbst wenn es nur für einen Urlaub ist, wird es halt einfach trotzdem alles komplett anders sein. Und ja, das ist irgendwie komisch. Denn ich muss sagen, ich fand es sehr faszinierend, dass ich hier an einen Punkt gekommen bin, wo ich einen Alltag leben konnte. Ich habe von einigen Leuten so mitbekommen, dass sie es eher schade finden, dass Japan für sie alltäglich geworden ist. Aber ich muss sagen, dass ich es sehr faszinierend finde, wirklich. Weil ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich in diesem Land, wo alles so skurril und so anders ist, einen Alltag leben konnte, bei dem ich es normal fand, dass an jeder Ecke ein Schrein oder ein Tempel steht. Bei dem ich es normal fand, dass auf 90% aller Verpackungen irgendwelche süßen, niedlichen Anime-Charaktere drauf sind. Bei dem ich all diese lustigen und seltsamen kulturellen Sachen normal fand. Und irgendwie manchmal auch gar nicht so viel darüber nachgedacht habe. Und ja, man kann sagen, dass es vielleicht schade ist, wenn man das dann nicht genug genießt. Aber ich finde es, wie gesagt, sehr faszinierend, dass man an so einen Punkt kommen kann, in aber so kurzer Zeit. Und das dann zurückzulassen, ist halt auch irgendwie, ja, ziemlich schade. Deswegen, ja, ich freue mich darauf, nach Deutschland zurückzukommen, aber ja, es ist auch unglaublich schwer, Japan zurückzulassen. Vor allen Dingen aber auch wegen meinen Freunden und
Ich bin selbst sehr gespannt, wie es am Ende wirklich sein wird, wenn ich dann nach Deutschland zurückkomme. Was ich vielleicht vermisst habe, was ich gar nicht so gemerkt habe oder keine Ahnung, was mich vielleicht auch in Deutschland dann auf einmal nerven wird, was mir vielleicht vorher gar nicht so oder jetzt auch gar nicht so bewusst ist, sag ich mal. Es ist auch so, dass für mich sehr viele Veränderungen anstehen werden, wenn ich erstmal zurückkomme. Deswegen kann ich wirklich gar nicht einschätzen, wie es werden wird für mich, nach Deutschland zurückzukommen. Apropos Veränderungen, da sind wir direkt beim nächsten Thema, über das ich noch reden wollte, und zwar, was wird mit diesem Kanal passieren? Ich habe das Ganze für mich schon mehr oder weniger so ein bisschen entschieden. Ich würde aber gern von euch so ein bisschen Feedback haben wollen, wie ihr das findet. Und ja, ich erzähle einfach mal, was ich mir gedacht habe. Und zwar möchte ich diesen Kanal hier, Aprikosenklang, als eine Art Vlog-Kanal behalten. Ein Kanal, der sehr spontan ist. Ein Kanal, bei dem Videos entstehen, während sie gedreht werden. Und ja, einfach so, wie er bisher auch war. Dabei kann es aber sein, dass es Videos geben wird, die sich nicht um Japan drehen. Was genau dann dort kommen wird, das weiß ich selbst noch nicht. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Trotzdem ist es aber so, dass es viele Videoideen gibt zum Thema Japan, die ich noch habe. Sei es, dass das irgendwie Dinge sind, die ich hier in meinem Alltag gelernt habe, die ich hier in meinen Seminaren gelernt habe oder allgemein einfach hier aus diesem Auslandsjahr mitgenommen habe und die ich aber trotzdem gern mit euch teilen möchte. Jedoch gibt es da viele Ideen, die ein bisschen aufwendiger werden könnten, und um die genug zu würdigen, habe ich gedacht, möchte ich das Ganze auf einem extra Kanal machen, der sich dann 100% nur um Japan dreht. Eine weitere Intention, die ich hatte, warum ich einen extra Kanal machen will, ist auch, dass ich selbst jemand bin, der es hasst, wenn seine Abo-Box überfüllt ist. Ich bin sehr radikal, was das Deabonnieren angeht, einfach weil ich es hasse, wenn in meiner Abo-Box so viele Videos drin sind, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich jetzt als erstes schauen möchte. Und vor allen Dingen, wenn irgendwie vielleicht auch noch die Hälfte davon gar nicht so interessant ist, wie ich das gerne hätte. Und deswegen habe ich gedacht, für die Leute, die sich wirklich eher für das Thema Japan interessieren, wäre so ein extra Kanal, in dem es eben nur um Japan geht, besser. Denn es könnte ja sein, dass sie dann vielleicht eher deabonnieren, wenn es dann mal eine Weile lang nicht um Japan geht auf diesem Kanal. Und wenn ich das Ganze auslagere, dann wissen sie, hey, wenn ich diesen Kanal abonniert habe, dann kommen da auf jeden Fall nur Japan-Videos. Und wenn sie diesen Kanal hier auch abonnieren wollen, dann können sie das gerne machen. Aber wenn sie diesen Kanal hier deabonnieren, dann können sie immer noch die Japan-Videos bekommen sozusagen. Und ich dachte einfach, dass das irgendwie eine schlauere Lösung ist für uns alle. Das Ding ist natürlich so, dass es auf diesem Japan-Kanal nicht so viele und so häufige Videos geben wird. Das Ding ist auch, dass dieser Kanal erstmal noch nur eine Idee hier drin ist und es noch eine Weile dauern wird, bis dieser Kanal entsteht und bis dieser Kanal wirklich mit Videos gefüllt wird und es dann auch so ist, dass ihr nicht erwarten könnt, dass da dann halt jede Woche ein Video kommt. Wo wir gerade beim Thema sind, wenn ich erstmal nach Deutschland zurückkomme, weiß ich auch noch nicht, was hier dann passieren wird. Deswegen kann es sein, dass es auf diesem Kanal auch erstmal eine Pause gibt, wenn die Japan-Videos alle raus sind. Und das waren die zwei Themen, über die ich heute gerne mit euch reden wollte. Ich treffe mich jetzt gleich mit meiner besten Freundin hier aus Kofu und ja, das zum allerletzten Mal. Es ist sehr hart irgendwie und wir gehen heute in die City Hall, melden mich ab und dann geht es zur Bank. Wir schließen meinen Bank-Account. Und danach bin ich, wie gesagt, noch 3 Tage hier. Dann ist noch so ein bisschen Abschied, alle heulen, keine Ahnung. Dann bin ich noch 4 Tage in Tokio, bevor es dann nach Deutschland zurückgeht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr die ganze Zeit mit dabei wart, dass ihr dieses ganze Japan-Abenteuer für mich auch noch mal ein bisschen spannender gemacht habt manchmal, einfach weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit der Kamera rumzulaufen, aber auch eure Kommentare zu lesen und mich mit euch auszutauschen. Es war echt sehr schön und ich bedanke mich dafür und sage an dieser Stelle Tschüss aus Kofu, Tschüss an Kofu und ja, wir sehen uns dann noch mal in Tokio wieder. お疲れ様でした。ありがとうございます。